Herzlich willkommen zum dritten und letzten Tutorial der Muskelreihe Leistungsanpassung der Skelettmuskulatur. Mikrotraumata rufen eine Entstehung von neuen Muskelzellen hervor. Der Begriff Neogenese bezeichnet die Neubildung von Fasern aus Vorläuferzellen. Was genau diese Vorläuferzellen sind, werden wir in den nächsten Folien genauer untersuchen. Als Hypertrophie bezeichnet man die Vergrößerung eines Organs durch Zunahme des Zellvolumens, im Gegensatz zur Hyperplasie. Hier vermehren sich die Zellen. Die Hypertrophie und die Hyperplasie entstehen beide bei einer vermehrten Beanspruchung eines Organs. Und sie führen zu einer Vergrößerung des Organs. Diese zwei Prozesse sind für den Muskelaufbau also mitverantwortlich. Was genau sind aber diese Vorläuferzellen, auch Satellitenzellen? Dabei ist jede Muskelfaser, jeder unserer Embryonalen steht aus mehreren hunderttausend parallel angeordneten Muskelfasern. Dabei ist jede Muskelfaser während der embryonalen Entwicklung entstanden, und zwar aus einer Verschmelzung kettenartig abgeordneter Muskelzellen, den Myoblasten. Nach der fertigen Entwicklung einer Muskelfaser befinden sich neben jeder Muskelfaser immer noch einige länglich-spindelförmige Myoblasten, die man Satellitenzellen nennt. Diese Satellitenzellen haben mehrere Aufgaben. Während der Wachstumsphasen des Menschen müssen natürlich auch die Muskelfasern in die Länge wachsen. Das geschieht dadurch, dass Satellitenzellen sich nach und nach mit der Muskelfaser verschmelzen. Während eines Krafttrainings nehmen die Muskelfasern an Masse zu. Auch hier spielt die Verschmelzung von Satellitenzellen mit der Muskelfaser eine wichtige Rolle. Letzten Endes kommt den Satellitenzellen eine Aufgabe bei der regelmäßigen Regeneration von Muskelfasern zu. Myoblasten sind also die Vorläuferzellen von Muskelfasern. Und ein Myoblast besitzt auch nur einen Zellkern. Als Proliferation wird das Wachstum und die Vermehrung von Muskelzellen bezeichnet. Im nächsten Schritt elongieren die Myoblasten, das heißt, sie dehnen sich in ihrer Länge aus. Durch Zellfusion entstehen aus Myoblasten die definitiven Muskelzellen bzw. Muskelfasern. Für die Aktivierung von Satellitenzellen verantwortlich ist nicht die gesteigerte Aktivität, sondern vielmehr ein entstehender Muskelschaden. Der Begriff in vitro bezeichnet die organischen Vorgänge, die außerhalb eines lebenden Organismus stattfinden. Satellitenzellen sind unter Normalbedingungen inaktiv. Kommen wir nun zurück auf die Begriffe Hypertrophie und Hyperplasie. Bei der Hypertrophie verschmelzt die Satellitenzelle mit einer bereits vorhandenen Muskelfaser. Bei der Hyperplasie verschmelzen mehrere aktivierte Satellitenzellen miteinander, so entstehen neue Muskelfasern. Wenn euch also irgendjemand mal fragt, wofür sind Satellitenzellen eigentlich gut, dann antwortet ihr ganz schlicht. Satellitenzellen sind bei der Reparatur von Muskelschäden bzw. bei der Regeneration beteiligt. Satellitenzellen entwickeln sich zu einem Myozyten, sprich zu einer Muskelfaser. Die Satellitenzelle legt fest, welchen Anteil an MHC-Isoformen der fertige Myozyt haben wird. Differenziert sich eine aktivierte Satellitenzelle zu einem Myozyten mit schnell kontrahierenden MHC-Isoformen, so erhöht dabei eine Fusion entsprechend den Anteil der schnellen MHCs. Gehen wir diesen Gedanken noch einmal grafisch durch. Wir haben unsere ruhende Satellitenzelle. Durch im Muskel hervorgerufene Mikrotraumata wird diese aktiviert. Nachdem sich der Myoblast vermehrt und in die Länge gedehnt hat, kommt die große Entscheidung. Entweder ich nehme die langsamen oder die schnellen MHC-Isoformen an, fragt sich die Satellitenzelle. Danach kann sich die Satellitenzelle an eine bereits vorhandene Muskelfaser heften. Oder aber mehrere Satellitenzellen tun sich zusammen und bilden somit eine neue Muskelfaser. Das Ergebnis eine langsamere bzw. schnellere Muskelfaser. Soviel zum dritten Teil über die Leistungsanpassung der Skelettmuskulatur. Auf Wiedersehen!